Hallo ihr Lieben, hier zum Video des ersten Fight Clubs der Gesundheitswettenfilmer bei den Taunusfightern in Itstein. Wir hatten eine sehr, sehr geile Zeit. Ich habe über eine Stunde Filmmaterial gehabt. Das habe ich jetzt runtergeschnitten auf 20 Minuten. Ich hoffe, ihr zieht es euch komplett rein. Die beiden letzten Sparringskämpfe habe ich bestritten. Das war gegen den Trainer von, gegen Niklas. Da habe ich ordentlich auf die Mütze bekommen. Und der letzte Fight gegen David war auch sehr sehenswert. Von daher hoffe ich, es gefällt euch. Ja, wir werden auf jeden Fall auch im Monat September sicherlich noch einmal fahren. Die Leute, die mitfahren, waren so begeistert, dass sie gesagt haben, sie möchten unbedingt nochmal das Ganze nochmal wiederholen. Ja, also viel Spaß beim Video und lasst gerne ein Like da. So, als ersten Kämpfer haben wir den Marcel the Conqueror, 1,78 Meter groß, 1,86 Meter Spannweite, Gewicht ist auch okay. Marcel ist sehr, sehr schnell auf den Beinen, sehr, sehr drahtig, von daher wird es sicherlich interessant, gegen ihn zu kämpfen. So, der nächste, der mit dran ist, ist der David, der Celtic Warrior, 1,88 Meter. Für mich war klar, ich musste gegen David auch an dem Tag ran. David war der schwerste Brocken für mich. Von Anfang an wusste ich genau, sehr schnell, super, super stark. Ja, also war auf jeden Fall ein cooles Matchup gegen ihn. Der nächste, der dabei war, ist der Cedric the Bone Breaker. Mit 1,87 Meter Spannweite, relativ lange Arme, super schwer. Ja, ein junger Bursche noch. Ja, wusste ich schon, der wird soweit vielleicht nicht gegen mich kämpfen, aber auch sehr spaßig. Philipp, the Ice Cold One, auch gegen Philipp wollte ich unbedingt dran. Vorher ist viel Trash Talk gelaufen, ich wollte unbedingt gegen Philipp kämpfen, 1,89 Meter, 90 Kilo, super, super stark ist der Philipp. Der nächste ist Tim, die Keule. Bei Tim ist auf jeden Fall der Name Programm. Ja, Tim hat eine gute Spannweite gehabt, auch Gewicht 109 Kilo. Wenn ich wusste genau, wenn ich von Tim getroffen werde, dann tut das weh. Ansonsten, wer ist jetzt der nächste? Pascal Lamakina. Ja, Pascal ist relativ leicht mit 58 Kilogramm, ist super, super flink, sehr, sehr gut trainiert, fast kein Körperfett. Ich wusste genau, wir werden wahrscheinlich nicht kämpfen, das sind schon fast 40 Kilo Unterschied. Ja, aber Pascal hat sich auch gut geschlagen. Der nächste ist Marc, der Namenlose. Ja, Marc hat so ein bisschen gefühlt, war er so von den Basics her, dass derjenige, der am meisten konnte, hatte die Hände eine gute Deckung gehabt und hat an sich eigentlich soweit sehr, sehr gut mitgemacht. Spannweite 1,81 Meter. Und dann geht es eigentlich auch direkt schon los. Wir haben angefangen mit so ein bisschen Techniktraining. Man sieht so in dem Raum, in dem wir waren, wir hatten ein bisschen Platz. Hier sieht man jetzt auf der rechten Seite den Niklas, der mit der roten Hose hat so ein paar grundsätzliche Übungen gemacht. Das hat so ungefähr 20, 25 Minuten gedauert. Hat uns gezeigt, wie sind die Schlagabfolgen, welche Schläge gibt es. Haben als Warm-up so ein bisschen Pendelübungen gemacht. Hier links im Bild ist Erich. Erich ist auch ein sehr, sehr erfahrener Trainer, hat sehr, sehr viel Erfahrung. Ich habe Erich das erste Mal kennengelernt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe direkt ein bisschen Angst gehabt. Ja, Erich ist so eine absolute Kampfmaschine. Also in jedem Spiel, in jedem Online-Spiel wäre Erich der absolute Endgegner. Super, super erfahren. Ja, in der einen Stunde, in der ich mit ihm mal trainieren durfte, hat so viel Spaß gemacht, habe so viel mitgenommen. Ja, also das ganze Team super, super kompetent, hat mich bisher richtig gut betreut. Da haben wir dann so ein paar Schlagabfolgen auch mitgemacht, dann die einzelnen Schläge kombiniert, ein Jab, ein Cross, dann die Haken, Uppercuts haben wir dann geschlagen. Ja, Niklas hat alles vorgemacht, wie die Beinarbeit auszusehen hat. Man sieht natürlich hier und da mal so noch sehr, sehr einfache Schlagtechniken. Ja, dem gibt vorne richtig Gas im hässlichen Doppeltrikot. Ja, aber man kann ja nicht alles haben. Ja, was direkt aufgefallen ist, die meisten waren schon direkt nach dem Warm-up platt. Also diese paar Schlagabfolgen waren schon direkt sehr, sehr anstrengend. Ja, jetzt geht's direkt in die erste Runde Sparren. Wir haben immer zu zweit, am Anfang haben wir zu zweit im Ring gekämpft. Tim hat natürlich einen ganz kleinen Fehler gemacht. Er hat direkt angefangen, die erste Sparrenrunde mit dem Niklas. Ja, Niklas sehr, sehr super fitter
Kämpfer, hat eine super, super Technik. Man sieht im Grunde, jeder einzelne Schlag geht ins Ziel. Das sind wie Raketen, die auf einen zugesteuert kommen. Es sieht so aus, als wären das ganz leichte Schläge, aber wenn man die andauernd auf den Körper, ja, da hat er wieder mitten auf die Nase getroffen, war kein, nicht mal fest geschlagen. Ja. Man sieht, Tim ist nur am Lachen, weil er komplett unterfordert ist. Da meinte er, ist sofort Erich mit eingeschritten und hat gesagt, pass mal auf, du darfst dich nicht umdrehen. Ja. Man darf nicht sich im Kampf wegdrehen. Man könnte sonst auf dem Nacken, auf dem Rücken geschlagen werden. Dann lieber Abstand suchen, nach hinten weggleiten und dann versuchen, auf jeden Fall immer noch den Gegner im Blick zu behalten. Aber das war für Tim eine absolute Katastrophe, weil Tim sofort in der ersten Runde, in der ersten Sparringrunde direkt super viel Kraft verloren hat. Ja, das sieht man nicht, aber dieses permanente Hin- und Herlaufen ist super, super anstrengend. Jetzt im Vordergrund sieht man David und Philipp. Ja, dann sieht man auch, die beiden sind auch schön auf den Beinen, haben die Deckung schön oben. Ja, für das erste Mal sah das schon sehr, sehr gut aus. Ja, David, beide super, von der Größe her relativ gleich groß. Ja, Luft, aber sieht man auch, die beiden sind jetzt schon ziemlich platt. Haben mir aber auch im Nachhinein auch gesagt, haben sich aber noch nicht beim ersten Mal noch nicht so wirklich getraut, ja, haben so ein bisschen sind noch ein bisschen auf Tüchfühlung gegangen und haben dann so angefangen, ganz, ganz leicht und entspannt den Kontakt zu suchen. Nächste Runde war hier auf der linken Seite Pascal gegen Marcel, ja, und Cedric gegen Marc. Wie schon gesagt, Marc hatte die Deckung sehr, sehr schön oben, hat an sich sehr, sehr gut und sauber gekämpft. Ja, hatte, wie gesagt, eine gute Technik, stand sehr, sehr gut, hatte eine gute Beinarbeit, ja, hat soweit gut ausgesehen. Ansonsten hier auf der linken Seite Marcel und Pascal, ein ganz gutes Duell. Marcel war super, super schnell. Ja, Marcel war sehr, sehr flink auf den Beinen, hatte bloß ein bisschen die Problematik, dass er die Beine häufig in Parallelstellung hatte, dass er quasi nicht unbedingt immer ein Bein vorne hatte, um sich wirklich dann richtig nach vorne abzudrücken. Sah fürs erste Mal schon super aus. Ja, man merkt auch, wie gesagt, wenn man das allererste Mal in dem Ring steht, dann ist das schon erstmal eine Gewöhnungssache, ja, auch vor allem mal einzuschätzen, wie viel Kraft habe ich, wenn ich meinetwegen mal so eine Hand nach vorne schicke, was passiert denn überhaupt dann, was kommt denn vorne an, ja, was passiert, wenn ich den anderen mal erwische. Man hat natürlich dann auch so ein bisschen Angst, man möchte den anderen nicht verletzen und man möchte da auch nicht, dass man das irgendwie mit einer Gehirnstörung oder so rausgeht. Ja, man sieht im Hintergrund, Cedric traut sich dann auch die ersten. Cedric hat vor allem wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Angst heraus, vielleicht jemandem weh zu tun, vor allem auf den Körper geschlagen. Ja, ist eine schöne Erfahrung, denke ich mal, vor allem für die jungen Leute. So, dann war auch Philipp mal dran, ja, hat auch gegen Niklas gekämpft. Da wird man auch direkt sehen, ja, auch wenn Niklas jetzt deutlich leichter ist und auch ein bisschen kleiner, sieht man wie schnell er ist. Und Philipp hat eine gute Beinarbeit, hat man gesehen. Er hat stand relativ gut, ja. Ja, im Vordergrund jetzt hier bin ich gegen David. Ja, ich habe jetzt, als wir da waren, so zwei, drei Einheiten bereits bei den Taunusfightern mitgemacht. Ja, also ich wusste so halbwegs, wie muss ich stehen. Ich wusste halbwegs, wie die ist meine Deckung. Ja, ich bin mit 1,95 m schon auch noch kleinen Tacken größer als David gewesen und wusste, okay, ich habe gute Reichweitenvorteile. Ja, mein Trainer meinte, der Liam meinte, Peter, halt nur die Arme hoch, halt auf Abstand, jab mal zwischendurch, ja, die Führhand muss durchkommen und dann wird das schon werden. Ja, in dem Vordergrund jetzt wird Philipp komplett verprügelt. Ja, man wird auch gleich sehen, da ist die Luft einfach dann auch komplett. Wenn man gegen so einen erfahrenen Kämpfer im Ring steht, ist die Luft nach, ja, spätestens wenn man zwei, dreimal getroffen wird, ja, dann steht man wirklich nur noch da und Philipp muss schon die ganze Zeit lachen, ja. Und auch David und ich, wir haben unglaublich viel, viel, viel Kraft. Philipp ist schon kurz vor dem Ende, ja. Der Niklas lässt ihn noch mal ein bisschen zur Luft kommen. Ja, sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessante Erfahrung. Ja, auch wenn der Niklas, wie gesagt, noch relativ jung ist, was der schon an Technik hat, wie flüssig die Abfolgen sind, ja, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Nächster Kampf ist auch wieder Marc gegen Niklas. Ja, die haben noch mal einen kleinen Kampf gemacht.
Im Hintergrund sieht man dann gleich auch Tim gegen Timo. Ja, Timo hat auch, glaube ich, das allererste Mal gekämpft, hat sich auch ein bisschen schwer getan mit der Beinarbeit und mit den Fäusten. Ja, Tim, die Keule, wusste auch schon, dass er ein bisschen Kraft hat, aber sehr, 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 sehr vorsichtig, auch angefangen da noch. Ja, hat jetzt den Timo nicht ganz so hart rangenommen. Ist wie gesagt erstmal vor allem ein Abtasten noch gewesen bei den ersten Kämpfen. Es war jetzt auch das erste Mal, dass Timo, glaube ich, die Boxhandschuhe hatte. Jetzt gab es einen schönen Aufwärtshaken zum Körper, hat ihn jetzt ein paar leichte Schläge zum Dings, zum paar leichte Schläge zum zum Kopf. Ja, sehr, sehr interessant zu sehen, wie sich die einzelnen Jungs da halt anstellen. Ja, Timo müsste sicherlich nochmal die Arme deutlich weiter oben haben. Ja, deutlich enger am Körper. Ja, Cedric nimmt hier Marc ordentlich in die Mangel. Ja, jetzt wird ein bisschen geklammert, geklincht. Eigentlich alles soweit sehr, sehr gut, sehr vernünftig. Cedric bearbeitet wieder hier den Körper von Marc. Sehr, 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 sehr schöne Impressionen. Ja, dann ging es weiter. Marcel hat eine Runde gegen David gekämpft im Hintergrund. Ja, auch da hatte David ein paar Größenvorteile. Ich bin wieder in der Linksauslage mit der linken Hand vorne. Ja, da hat man auch, hat Philipp direkt nach 2 Sekunden gesagt: Peter, ich treffe dich gar nicht. Ja, bist von der Reichweite her, schaffe ich gar nicht an dich ranzukommen. Ja, hab mal wieder da mal oben ein bisschen angetäuscht und versucht zum Körper zu schlagen. Sehr, 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 sehr schönes Matchup gegen Philipp. Das war sehr, sehr fein. Philipp ist schon ein ganz schönes Tier, das sieht man auch. Ja, jetzt habe ich mal einen schönen Haken zum Körper geschlagen. Und ja, Marcel und David haben in der Zwischenzeit mal eine kurze Pause gemacht. Man kann sich nicht vorstellen, wie anstrengend das Ganze ist. Ja, hat auch Philipp gesagt: Komm, Peter, wir machen mal eine kurze Pause. Arm hat ihm kurz wehgetan. Ja, hat gesagt: Wenn du Pause brauchst, dann sag Bescheid. Und dann ging es aber doch relativ schnell wieder bei ihm. Ja, hat ein schönes breites Kreuz, der Philipp. Ja, gut eigentlich von der Beinarbeit, macht vielleicht ein bisschen zu viel. Da hat es mal ganz kurz mal ein bisschen gedonkt. Ja, und da war nur auf Abstand halten und ab und zu mal versuchen, den dann in der Ecke mal ein bisschen zu stellen. War sehr, sehr, ja, da habe ich relativ tief getroffen. Das war aber Bauchtreffer. Ich habe am Anfang gedacht, nicht, dass ich ihn im Unterleib getroffen habe, aber das war auf Bauchhöhe. Ja, und da ging es direkt weiter. Ja, sehr, sehr schönes, spannendes Duell. Ja, einfach weil Philipp auch sehr, sehr groß war. Ja, ich glaube, da habe ich ihn wieder noch mal ein bisschen härter erwischt. Ja, und ja, ein schönes Matchup. Da hat Philipp gesagt: Komm, ich habe genug. Ja, David, übernimm mal. Ja, die Luft, meine Philipp ist relativ schwer, 90 Kilo, hat sehr, sehr breite Schultern, richtig dicke Arme, aber er muss die Muskulatur natürlich im Kampf auch, muss er die auch versorgen können. Ja, da hat mich David versucht, mal in der Ecke zu stellen, da musste ich direkt rausspringen. Ja, sehr, sehr, wie gesagt, gegen David habe ich super gern gekämpft. Das war eine richtig feine Sache. Pascal kam jetzt in den Ring rein und hat jetzt auch mal ein bisschen noch. Hat jetzt auch mal noch ein bisschen mit Philipp gekämpft, hat dort, man sieht direkt auch die größten Vorteile für Philipp, ja, hat dann natürlich Reichweitenvorteile. Pascal muss sich im Grunde erstmal durch die Deckung durcharbeiten, ja, und ja. Ja, war ein sehr, sehr schöner Kampf, auch vor allem, wie gesagt, vor allem gegen David. Ja, haben viel, viel am Körper gearbeitet. Dann wird dann schon, das war schon, man sieht schon im Hintergrund, David und ich, da geht schon an die Buletten. Ja, da ist, wird nicht mehr, wurde jetzt nicht, sich nicht mehr angetastet, sondern da wurde direkt schon auch mal geguckt, okay, was verträgt der andere. Ja, da habe ich auch ein, zwei Mal gut erwischt. Ja, da war die Runde zu Ende. Ja, David hat mich einmal richtig, richtig erwischt. Jetzt muss man gucken hier auf der linken Seite. Da kämpft Tim gegen Marc und Marc wird jetzt die Deckung unten behalten. Ich habe es nochmal reingeschnitten jetzt. Boah, und da hat ihn Tim wirklich komplett erwischt. Gell? Da war mal eine richtige rechter Haken, der ging zum Kopf. Der arme Marc hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, hat so gut die Deckung die ganze Zeit oben gehalten. Ja, da muss ich Tim ein bisschen das Lachen verkneifen. War jetzt nicht der größte Gedanke jetzt dabei, dass wir uns so doll prügeln, ja, aber das war mal wirklich ein Treffer. Da hat, wie gesagt, der Marc mal die Hände runtergenommen und da hat Tim die Keule mal ausgepackt und hat mal
einen richtig guten Treffer gelandet. Dann waren schon alle relativ müde, ja, dann waren alle schon ein bisschen platt, da haben wir gemacht, okay, komm, wir mischen einfach mal durch. Da habe ich gesagt, komm, Pascal, wir kämpfen auch mal eine Runde, ja, mal für ihn zu sehen, was passiert, wenn man jemanden hat, der eine deutlich größere Reichweite hat, ja, und für mich natürlich gegen den kleineren Gegner auch sehr, sehr interessant. Pascal war sehr, 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 sehr flink, ja, und zwar jetzt die Technik jetzt noch sehr, sehr rudimentär, ja. Aber Finder Pascal hat es sehr, sehr gut gemacht. Hat immer die Hände oben gehabt, eine gute Körperkontrolle, eine super Stabilität, ja. Und im Hintergrund verdrischt dann Tim auch Philipp. Der war lufttechnisch war der schon am Ende. Aber da hat Tim dann quasi das im Ring ausgenutzt und hat ihn dann in der Ecke gestellt und hat dann ihn ordentlich bearbeitet. Dann hat Philipp gesagt, komm. Ich habe auch wieder genug, ich brauche eine Pause. Und da habe ich dann auch mal wieder, oder da habe ich gegen Tim gekämpft, direkt mal zum Körper gegangen. Ja, hier direkt mal dann die rechte, ein bisschen zum Kopf habe ich ihn auch mal erwischt. Ja, bei Tim hieß es nur, Tim so weit wie möglich von seiner, bei Tim wegbleiben von ihm. Ja, mit seiner Kraft, es ist unglaublich stark. Ja, drückt locker 90 Kilo auf der Bank. Ich wusste genau, beim Bankdrücken, ich wusste genau, wenn Tim mich da erwischt, ja, wo kam Schwinger, da wusste ich genau, Peter, ja, da wollte er mich mal richtig vermöbeln, ja, da wollte er mal die Keule auspacken. Was natürlich immer sehr, sehr schwierig ist, wenn man natürlich dann Gas gibt, dann verliert man natürlich sehr, sehr viel Luft, ja. Und hier war dann, habe ich gesagt, komm, das war schon relativ zum Ende, habe ich gesagt, komm, Niklas, wir kämpfen mal. Ja, das ist auch gegen den Trainer. Ja, die ersten paar Sekunden konnte ich mich noch halbwegs behaupten. Ja, konnte ich noch ein bisschen wegrollen. Habe ihn hier und da mal auch mal zwei, dreimal erwischt, aber dann ging es richtig rund. Gell? Dann ist er auf mich los und da war nur einfach nur wegbleiben, wegdrehen die ganze Zeit. Ja, dass er nicht an mich rankommt. Und das war mehr eine Jagd, als dass es irgendwie ein Kampf war. Sondern ich bin im Grunde nur auf Entfernung weggegangen. War froh, dass ich überhaupt mal schlagen konnte, ohne dass ich getroffen werde. Aber ihr werdet gleich sehen, das war eine absolute Katastrophe. Das war für mich von der Luft her und von allem. Ja, konnte ich mal ein, zwei Mal, konnte ich ihn gut treffen. Da hat er mit dem Jab nicht gerechnet. Ja, aber da bin ich komplett am Ende, ja. Man sieht schon, da habe ich mich einmal komplett in die Seile. Da stellt er mich nochmal und dann sagte der Erich, Peter, wenn du nicht mehr kannst, dann umklammer ihn, ja, klammern, halt ihn fest, ja. Dann kannst du mal ein paar Sekunden durchschnaufen und dann wollte er sich lösen, habe ihn aber gut festgehalten. Dann habe ich nochmal 2, 3 Sekunden Zeit gehabt, mal durchzuschnaufen. Da war aber schon bei mir der Tank war schon halbwegs leer. Da hieß es einfach nur noch am Leben bleiben. Ich habe Niklas vorher gebeten, ob wir nur 2 Minuten Sparring machen. Das waren jetzt die letzten Sekunden, ja, und habe ihn nur noch die letzten Sekunden festgehalten. Und dann war es zum Glück auch schon vorbei. Und danach falle ich direkt um. Ja, das Tempo ist wirklich Wahnsinn. Als nächsten Kampf haben wir Marcel gehabt, auch gegen Philipp, auch ein schönes Matchup. Philipp hat natürlich Reichweitenvorteile. Marcel hat es trotz allem super gemacht. Wie gesagt, so ein bisschen von der Ausrichtung her weiß man nie so wirklich, ist er in der Rechtsauslage, in der Linksauslage, hat er das linke Bein vorne oder das rechte Bein vorne, aber Deckung immer schön weit oben gehabt. Ja, so ein bisschen getänzelt fast. Ja, Philipp hat sehr, sehr gut gemacht. Hat nur jetzt ähnlich wie bei mir, hat nur gejabbt. Ja, hat versucht, auch Marcel auf Abstand zu halten. Ja, und hat versucht, vor allem seine Reichweite auszunutzen. Hat auch gut funktioniert. Ja, das sieht schon ein bisschen mehr nach vernünftigem Kampf aus. Meine, ich bin jetzt kein erfahrener Kämpfer oder sowas. Ich habe jetzt, wie gesagt, 2, 3 Einheiten mal gemacht. Aber man kriegt ja doch schon einiges mit. Ja, jetzt ist die Luft beim Philipp ist ein bisschen leer und hat dann entsprechend wieder ein bisschen Pause gebraucht. Ja, das war der letzte Kampf des Tages. Ja, wir waren alle schon ziemlich platt. Man sieht im Hintergrund, alle sind nur noch am Boden. Sind ein paar Kämpfe, habe ich ein bisschen gekürzt und da habe ich dann gegen David nochmal den Abschluss gemacht. Erich ist als Ringrichter in den Ring rein und hat gesagt, komm, in den letzten machen wir 3 Minuten. Und oh, da habe ich ihn richtig gut erwischt, habe ich noch ein paar Mal reingeschnitten. Ja, man hört es richtig gut. Man hat es generell bei den Schlägen gut gehört.
Wenn man jemanden getroffen hat, dann hat man das direkt auch am Sound gehört. Ja, ich habe David leider, wollte gar nicht so fest treffen, aber er meinte, ich habe ihn da mit dem kurzen, mit dem rechten Aufwärtshaken, habe ich ihn am Solarplexus erwischt. Ja, da hatte Erich, hat ihn angezählt. Ja, aber das war, hat sich gut erholt zum Glück. Ja, hat einmal tief durchgearbeitet. Da hat es auch leid. Ich wollte das ja im Grunde gar nicht. Ja, ich wollte ihm nicht wehtun. Aber es hat gesagt, komm, wir machen weiter. Ja, auch da guckt Erich nochmal. Ist Kraft ist da, alles klar, geht noch weiter. Dann haben wir noch die Runde bis zum Ende gekämpft. Ja, sehr, sehr interessant. Ja, sehr, sehr interessantes Matchup. David hat, war super, super explosiv. Ja, ich weiß ganz genau, wenn das würde ganz, ganz anders ausgehen. Zwei, dreimal, wenn David zwei, dreimal geboxen würde, wenn die Ausdauer vielleicht ein bisschen besser würde, dann würde es doch viel, viel schlechter um mich aussehen. Ja, jetzt merkt man, jetzt ist er müde. Jetzt habe ich noch ein, zwei Körpertreffer auch landen können. David hat mir mal einen gedonkt. Ja, der hat mich mal richtig am Kopf erwischt. Ja, da ging einmal wirklich komplett alle Lampen an. Ja, hat mich einmal oben am Kopf erwischt mit einem doch kräftigen Schlag. Und dann war da war kurz die Kamera an. Da hat mir so was so, als hätte mir einer mit der Kamera ins Gesicht geblinkt, ja, als hätte man, als ja, da geht es nochmal ein bisschen zum Körper. Wenn man so einen Teil, so einen Schlag bekommt zum Kopf, dann ist es teilweise wirklich so, als hätte man so ein Kamerablitzlicht einmal kurz ins Auge gehalten bekommen. Ja. Da war auch die Luft, war schon alle, der Gong ist vorbei und wir umarmen uns. Und da hieß es einfach nur noch, erstmal überhaupt aus dem Ring steigen, ohne überhaupt zusammenzubrechen.